Hallo liebe WIMAG Community und herzlich willkommen zu DACH Virtual UserCon 2021 und zu meiner Session Self-Driving Ops – Neue Automatisierungskonzepte mit Virtualized Operations. Mein Name ist Thomas Copton und ich bin seit über 5 Jahren bei VMware tätig und als Solution Engineer zuständig für unsere Kunden und dabei die Unterstützung rund um Cloud Management. In den nächsten 25 Minuten werde ich euch zeigen, wie einfach es ist, Automatisierung und VROps zu verbinden, damit Self-Driving Ops eben nicht nur eine leere Worthülse bleibt, sondern tatsächlich in Tat umgesetzt werden kann. Grundsätzlich ist VROps Operations ein AI- und Machine Learning-gestütztes Tool. Und die 4 großen Einsatzbereiche für VROps sind Performance Management, Kapazitätsmanagement inklusive Costing, Compliance Management und App-Aware Intelligent Remediation. Langes Wort, aber darum geht es jetzt hier in dieser Session. Es geht darum, wie man diese Remediation, also das Beheben von Problemen, automatisieren kann mit VROps Operations. Wenn es darum geht, dieses Self-Driving SDDC irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen, ist die Hauptaufgabe von VROps, Probleme in der Umgebung zu erkennen. Also wie Monitoring, alles, was zu der Umgebung, zu dem Environment gehört, angefangen von der Hardware, über Operating System hin bis zu Applikationen und Services und alarmieren dann, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und um das zu tun, dieses Alarmierung, wenn irgendwas schief läuft, kann VROps zum Beispiel E-Mails verschicken oder SNMP-Traps generieren oder auch ServiceNow-Tickets öffnen. Aber da ist eben noch mehr und darüber werden wir jetzt gleich ausführlich sprechen. Wenn jetzt so eine Notification oder Notifizierung empfangen wird, hat man grundsätzlich 3 Möglichkeiten. Die erste ist einfach ignorieren und nichts tun. Die zweite ist Gegenmaßnahmen einleiten, manuell irgendwas dann reparieren. Oder eben, wenn man noch ein paar Komponenten zu dem ganzen Bild hinzufügt, VROps und die Automatisierungslösung die Arbeit machen lassen. In meinem Fall hier ist die Automatisierungslösung natürlich der Orchestrator. Und was wir dann am Ende erreichen wollen, ist eine Art Closed Control Loop zwischen VROps und der Automatisierungslösung. Der erste Ansatz, den wir schon seit längerem haben, ist der Einsatz des Orchestrator Management Packs. Das heißt, was wir hier brauchten oder immer noch brauchen, wir es einsetzen wollen, ist natürlich eine VROps Operations Instanz. Wir brauchen eine Orchestrator Instanz. In dem VROps muss das Management Pack installiert und konfiguriert werden. Dann brauchen wir irgendwie einen Use Case, eine Idee, was könnten wir automatisiert beseitigen oder reparieren. Wir müssen wissen, wie wir das tun. Eine brillante Idee, wie das automatisiert gehen könnte und dann natürlich ein bisschen Coding Experience, um einen Workflow, Action, wie auch immer, im Orchestrator zu bauen. Wenn man sich die Komponenten nochmal genau anschaut, es ist ja noch ein bisschen mehr, haben wir natürlich einmal unseren VROps, wir haben unseren Orchestrator und wir haben zuerst eine Alarmdefinition. Und in dieser Alarmdefinition wird eine Recommendation verbaut. In dieser Recommendation ist dann eine Aktion inkludiert, in dem Fall eben eine Aktion, die einen Workflow im Orchestrator abbildet. Und diese Action ist dann in der Policy als automatisierbar markiert oder enabled. Wenn das alles zutrifft, das heißt, wir haben einen Alarm, Alarm wird getriggert, Alarm hat eine Recommendation, diese Recommendation beinhaltet eine Action, einen Workflow Orchestrator. Das Ganze ist in der Policy als automatisierbar markiert, wird VROps am Ende die Instanz des Orchestrator Management Packs triggern und eben einen Workflow aufrufen. Das Ganze, die Details dazu können nochmal in meinem Blog gerne nachgelesen werden. Es funktioniert auch wunderbar, hat leider ein paar Nachteile. Das erste ist, es ist ein Orchestrator Management Pack. Das heißt, wenn wir automatisieren wollen, mit diesem Ansatz sind wir halt gezwungen, den Orchestrator zu verwenden. Was auch nicht schlimm ist, man kann sehr viele Sachen damit erledigen, ist wunderbar, hat aber noch einen Nachteil.
wir sind in dem Workflow selbst auf zwei Inputs limitiert. Einmal ist das die Alert-ID aus den VROps und einmal das Objekt, auf dem wir gerade einen Alert getriggert haben. Das mag ja reichen für viele Use Cases, für andere mag es vielleicht viel zu wenig sein. Dann haben wir natürlich das Problem, dass es auf einer Recommendation basiert. Also eine Recommendation wird nur dann getriggert, wenn ein Alert geöffnet wurde oder halt getriggert wurde. Wir haben keine Recommendation beim Schließen oder Updaten eines Alerts. Das mag in vielen Fällen eine Limitierung sein. Und zuletzt noch eine Kleinigkeit. Immer wenn wir so eine Recommendation erstellen, die eine Action besitzt, das muss alles natürlich super konfiguriert werden. Es gibt ein paar Stellschrauben und wir dürfen nicht vergessen, in der Policy das Ganze auch automatisierbar zu markieren. Wenn wir das nicht tun, funktioniert es halt eben nicht. Wie gesagt, das mag ja für viele Use Cases funktionieren, für andere eben vielleicht nicht. Und genau hier haben wir unseren zweiten Ansatz, und zwar mit dem Webhook Notification Plugin. Seit der Version VROps 8.4 ist es eine fast vollständige Implementierung dieses Webhook Plugins, und zwar nativ im Produkt. Das heißt, wir benötigen jetzt hier keine zusätzlichen Appliances wie früher so ein Webhook Shim. Wir können direkt aus VROps ein anderes Tool ansprechen, ein Tool, welches uns eine REST API zur Verfügung stellt. Das heißt, Punkt 1, wir sind nicht mehr auf den Orchestrator limitiert. Wir können alles, was irgendwie uns bei der Automatisierung hilft und auch eine REST API zur Verfügung stellt, hier mit einbinden und verwenden. Was wir alles dafür brauchen, unsere Zutatenliste ist ja ähnlich. Wir brauchen immer noch unseren VROps, und zwar eine Instanz, die mindestens 8.4 ist. Dann brauchen wir natürlich ein Automatisierungstool, irgendwas, was wir damit ansprechen können. In meinem Fall, in meiner Demo, die gleich folgt, ist das immer noch der Orchestrator, wunderbar zum Automatisieren. Warum sollte ich was anderes verwenden? Weiterhin irgendeine Idee, was könnten wir damit automatisieren? Also was machen wir jetzt hier, was beheben wir für ein Problem? Eine Idee, wie wir das beheben, und je nachdem, was wir dann am Ende verwenden, mehr oder weniger ein bisschen Coding Experience, um auch das, um den ganzen Vorgang dann runterzuschreiben, zum Beispiel in einem Workflow im Orchestrator. Und wie einfach das Ganze ist, zeige ich euch jetzt in einer kurzen Demo. Damit wir jetzt endlich mal starten können, brauchen wir zunächst einen Workflow. In meinem Fall ist es natürlich ein Orchestrator-Workflow. Da meine Notification dann ein Workflow triggern wird, wenn ein Alert an der virtuellen Maschine gecancelt wurde, habe ich das im Namen verbaut. Den ersten großen Unterschied zum Einsatz des Orchestrator Management Packs sehen wir hier. Wir können weit mehr als nur zwei Inputs verwenden. Und da wir am Ende die REST API von VROps verwenden werden, ist das Einzige, was wir uns merken müssen oder aufschreiben müssen, ist die Workflow ID. Gut, was brauchen wir jetzt in VROps? Hier unter Management und Outbound Settings sehen wir die ganzen Outbound Instanzen. Neben E-Mail und SNMP haben wir jetzt, wenn wir auf Add klicken, auch Webhook Notification Plugin. Und wenn wir jetzt eine Instanz kreieren, brauchen wir ein URL und Credentials, um auf diesen Endpunkt zugreifen zu können. Für die Demo habe ich natürlich schon was vorbereitet, und zwar eine Instanz, die mit meinem Orchestrator konfiguriert ist. An der Stelle eine wichtige Info: die URL, die hier konfiguriert wird, kann verwendet werden, um einen Test durchzuführen. Dafür muss die aber wirklich auf eine Methode hindeuten oder hinweisen, die ein Post-Request ist und auch wirklich was liefert, sodass wir wirklich auch einen Test durchführen können. In dem Fall ist es ja gar keine. Trotzdem kann man den Test einfach immer überspringen, ignorieren und dann auf Save drücken, und die Instanz wird mit dem User-Account gespeichert. Nachdem wir die Webhook-Plugin-Instanz erstellt haben, ist der nächste Baustein unser Payload-Template. In dem Template selbst definiere ich zuerst, über was für ein Plugin-Typ ich es verwenden werde. In dem Fall ist es unser Webhook-Notification-Plugin, nicht die Instanz, weil es ist ja ein Template. Dann kann ich noch Objekttypen hinzufügen zu dem Payload selbst, zum Beispiel in dem Fall Virtual Machine, und auch noch zusätzliche Metriken und Properties, zum Beispiel wie hier schon CPU Ready, oder ich möchte es erweitern und auch noch ein CPU Demand hinzufügen. Einfach mal ganz normal, wie man es aus VROps kennt: öffnen, rüberziehen, speichern, updaten, fertig. Somit habe ich alles hinzugefügt, was ich vielleicht später in dem Call brauchen werde. Als nächstes wird eigentlich der JSON-Call erstellt, also hier meine Workflow-ID mit der Execution, REST-Call, all die Informationen, die ich brauche,
als HTTP-Methode, zum Beispiel Post, Content Type und am Ende auch natürlich mein JSON Body. Und hier in diesem JSON Body, das ist das Schöne, es muss natürlich so aussehen, wie der Orchestrator es erwartet. Und die Values kann ich hier über die Parameter auf der rechten Seite einfach über Copy-Paste einfügen. Und hier auf der rechten Seite sind auch die Parameter verfügbar, nicht nur die Standardparameter, die alle mit Großbuchstaben geschrieben wurden, sondern auch die zusätzlichen Metriken und Properties, die ich unter Details definiert habe. Wenn ich jetzt das einmal update und dann nochmal öffne, werde ich sehen, dass da neben meinem CPU Ready, was hier schon mal erwartet wird, auch gleich mein CPU Demand auftaucht zur Auswahl. Das machen wir jetzt nochmal, Edit. Und jetzt sehen wir auch, Demand ist schon mal aufgeführt in der Liste der Metriken. Und jetzt haben wir es auch auf der rechten Seite. Das heißt, würde ich meinen Workflow jetzt so anpassen, dass ich als Input auch noch Demand benötige, kann ich hier einfach mal mein JSON Body über diesen Input erweitern. Das geht am einfach hier über Copy und Paste. Einfach mal eine Sektion, diese Input Section kopieren, einfügen und dann als Value das, was ich als Parameter definiert habe, ersetzen. Also hier CPU Ready ist natürlich mein alter, also der bestehende Input. Ich möchte jetzt auch noch CPU Demand haben und den Value einfach mal löschen und per Copy und Paste den neuen Demand einfügen. Und so kann ich ganz einfach die Inputs erweitern. Und wenn ich im Laufe der Entwicklung des Workflows feststelle, oh, da muss noch mehr rein, ganz einfach Template updaten, Metriken, Properties hinzufügen und einfach mal im Body mit aufnehmen. Natürlich später muss ich zusehen, dass ich auch meinen Workflow in Orchestrator passend modifiziere, um diese Inputs zu verarbeiten. Und schlussendlich haben wir Notification, die alles zusammenbindet, um mit der Automatisierung aus VROPS heraus zu starten. In der Notification selbst definieren wir natürlich zunächst, wann die Notifizierung und Notification gestartet oder getriggert werden soll. Das sind die Defined Criteria. Vermutlich kennt das schon der eine oder andere oder die eine oder andere. In meinem Fall möchte ich dann diese Notification dann starten, wenn ein Alert an der virtuellen Maschine gecancelt wurde. Dann definiere ich, was für eine Outbound-Methode verwendet werden soll, also in dem Fall Webhook Notification Plugin und welche Instanz. Hier ist es wichtig, jetzt die Instanz zu nennen, die ich verwenden möchte und was für ein Payload-Template ich verwenden soll. Wir haben es vorher erstellt, wir haben unser Execute via Row Workflow Template. Wir können nochmal checken, was innen drin ist, die Parameter, wie die Methode gebaut ist und das ist alles, was wir brauchen. Jetzt als letzten Schritt aktivieren wir die Notifikation und Notification, keine Ahnung, wie das deutsche Wort dafür eigentlich ist. Und jetzt sind wir fertig. Wenn wir jetzt einfach mal uns die Alarme anschauen, wir klappen mal die virtuelle Maschine auf und canceln einfach mal 4 Alarme hier. Sobald das durch ist in VROPS, schauen wir mal im Orchestrator nach, gucken wir einfach mal, welche Workflows gerade gelaufen sind und da, oh Wunder, sind wir unsere 4 oder waren es sogar 5 Cancelled VM Alerts Workflow Ausführungen inklusive aller dieser Inputs, die wir definiert haben, was natürlich viel besser ist als die 2 Inputs, die wir im Orchestrator Management Pack hatten. Genauso einfach ist es, wenn wir zum Beispiel ein RabbitMQ an VROPS anschließen wollen. Auch hier definieren wir einen passenden URL und Credentials, um darauf zugreifen zu können. Auch hier wieder die Geschichte mit dem Test. Diese URL ist zwar eine REST-Methode, aber keine POST-Methode. Deswegen schlägt unser Test fehl. Wir können aber trotzdem mit dem richtigen Passwort und User ganz einfach mal speichern und dann weiterhin benutzen, auch wenn es nochmal gesagt wird, da wäre ein Fehler aufgetreten. All das natürlich nur dann, wenn wir auch wirklich wissen, dass die Methode auch später im Payload mit der richtigen HTTP-Methode POST oder PUT auch funktionieren wird. Unser Payload-Template für die VROPS Alert Cancel Notification sieht ähnlich aus wie für den Orchestrator. Auch hier definieren wir natürlich die Methode, die wir verwenden wollen, also Notification Plugin. Zusätzliche Parameter, Metriken, die wir gerne hätten und natürlich am Ende auch die Methode POST und JSON Body, was vom RabbitMQ erwartet wird. Die Endpoint-URL ist hier leer, weil wir schon alles in der Instanz verbaut haben, im URL der Instanz. Das heißt, es ist alles, was wir erstmal brauchen. Auch hier, Notification ist
ist der Punkt, wo alles wieder zusammenläuft. Das heißt, hier definieren wir auch mal wieder über Defined Criteria, wann wir diese Notification triggern wollen. Hier ist es auch wieder Virtual Machine plus Status Cancelled vom Alert plus noch ein paar andere Sachen, die erstmal irrelevant sind. Plugin, Instanz und unseren Payload. Hier sehen wir, das ist das, was RabbitMQ benötigt. Und zum Schluss muss natürlich unsere Notification enabled werden. Die alte für den Orchestrator, die deaktivieren wir erstmal. Und wenn wir jetzt im VROps unter Alarm einfach mal ein paar Alarme für Virtual Machine canceln, kurz warten und jetzt als nächstes in den RabbitMQ springen, uns die Queues anschauen. Ich habe hier eine Queue extra für VROps Alert Closed vorbereitet, sind 7 neu aufgetaucht. Wenn wir jetzt uns die Messages in der Queue anschauen, die letzten 7, sehen wir, es ist genau das, was wir gerne hätten. Also all das, was wir definiert haben als Inputs, inklusive der CPU Contention, alles ist drin enthalten. Und das ist auch wirklich eine super Möglichkeit, um die Automatisierung auch nochmal auf völlig andere Weise zu erledigen, indem wir zum Beispiel Informationen über Alerts in eine Queue schieben und dann irgendwo abholen lassen und irgendwas damit anfangen. Wunderbar, das war eine kurze Demo, wie man ganz einfach die neuen Webhook-Plugins verwenden kann, mit VROps Operations und dem VROps Orchestrator als Automatisierungstool. Nochmals Recap. General Concept. Was wir brauchen, ist natürlich unser VROps Operations 8.4 diesmal, weil seitdem haben wir die Webhook-Plugins und ein Automatisierungstool. In meinem Fall ist es der VROps Orchestrator. Aber wie ich sagte, es kann im Grunde jede Applikation sein, die uns eine REST-API zur Verfügung stellt, über die wir irgendwas tun können, was uns bei der Automatisierung hilft. Zum Beispiel ein RabbitMQ. Die nächste Komponente ist immer noch eine Alarmdefinition, weil wir ja schlussendlich wollen wir auf irgendwie Alarm reagieren. In dem Fall können wir das machen, wenn ein Alarm geöffnet wird, also Open Event, aber auch Cancel Event oder Update-Event, weil in diesem Fall sind wir eben nicht an die Recommendations gebunden, sondern wir verwenden die Notification, also ein Konstrukt in VROps, was uns erlaubt, das wirklich sehr fein granular zu definieren, wann, was, welcher Webhook-Plugin, welche Webhook-Plugin-Instanz, welche Templates verwendet werden. Das heißt, wir können wirklich sehr, sehr fein granular definieren, dass nur bei Alert Open oder nur, wenn es auch eine virtuelle Maschine ist, wo ein Alarm einen bestimmten Impact hat, Critical oder Immediate. Wir können auch definieren, ob es nur bestimmte Alarme sind und andere wiederum nicht. All das können wir wirklich sehr gut in diesen Criteria einer Notification festlegen und dann über die Notification selbst sagen und bitte, wenn das alles zutrifft, dann nimm die Outbound-Instanz des Plugins. In dem Fall hatten wir ja einen Orchestrator Outbound-Instanz und wir hatten eine RabbitMQ-Instanz. Die können wir nutzen. Für die definieren wir dann ein Payload-Template. In diesem Payload-Template ist dann niedergeschrieben oder festgelegt, was wir dann am Ende tatsächlich durchführen, welche REST-Methode wir aufrufen. All das, was wir sonst zum Beispiel in einem Curl-Befehl oder mit einem PowerShell durchführen würden, also auch, wir können die Header definieren, wir können die Methode selbst definieren, ob das jetzt ein HTTP-Post oder Put ist. Und dann das Wichtigste, wir haben unseren JSON-Body, in dem wir dann genau das reinschreiben oder das konfigurieren, was unser Automatisierungstool am Ende erwartet. Wir haben es ja gesehen an dem Beispiel, beim Orchestrator sind das dann die Inputs, die wir erwarten. Und das ist wirklich der große Unterschied zu dem Orchestrator Management Pack. Diese Unmenge an Inputs, die wir frei definieren können. Und wenn wir irgendwas brauchen, um dann im Orchestrator Workflow eine Entscheidung zu treffen, ob wir dies oder das machen und wir dazu irgendwie eine bestimmte Metrik brauchen oder eine Property, all das können wir dann ganz einfach über die Payload Templates nochmal hinzufügen und dann in dem Body verwenden. Wenn wir das Ganze haben, dann wird eben, wenn die Kriterien der Notification alle erfüllt sind, wird eben über unseren Outbound-Plugin, über die Instanz,
das Tool unserer Wahl aufgerufen und all das ausgeführt, was wir dann definiert haben. In dem Fall war es ein Orchestrator-Workflow oder eben die Anbindung an ein RabbitMQ. Die einzelnen Schritte, wie man das zum Beispiel mit dem RabbitMQ alles machen kann, habe ich nochmal in meinem Blogpost zusammengefasst. Schaut ruhig rein, ist alles nochmal erklärt. Und nochmal vielleicht mal als ein kurzer Einblick. Auch das funktioniert mit dem Login-Site. Wir sehen das schon mal hier an der Queue, die ich hier definiert habe. Und wie das in Login-Site aussieht, zeige ich euch ganz kurz in 2 Minuten in einer kurzen Demo. Seit der Version 8.4 haben wir auch in Login-Site nativ die Möglichkeit, Webhook Endpointe anzusprechen. In dem Fall habe ich auch meinen RabbitMQ eingebunden. Genauso einfach wie in VROPS Webhook URL. Ein paar Einstellungen für den Header und natürlich unseren JSON-Body. In Login-Site können wir nicht so viele Inputs verwenden wie in VROPS, naturgemäß. Aber alles, was wir brauchen, um mit der Automatisierung aus Login-Site heraus anfangen zu können, ist vorhanden. Und ähnlich wie bei VROPS können wir jetzt in RabbitMQ die Nachrichten sehen, also die Alarme, die von Login-Site generiert wurden. Und wenn wir uns jetzt eine dieser Messages mal holen, sehen wir, dass wir genau die Informationen haben, die wir in dem Body festgelegt haben. Damit sind wir am Ende. Wir waren etwas schneller als 25 Minuten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut ruhig in meinen Blogpost vorbei, da werden immer wieder neue Artikel veröffentlicht, die in Richtung VROPS und Automatisierung gehen. Wenn ihr Fragen habt, Twitter oder LinkedIn. Bis zum nächsten Event.